LOL, er fährt bei Rot. Geisteskrank. Connected. Alles lit. Alles lit. Alles lit. Alles lit. Alles lit. Du fängst so an. So machen wir ein Video. Der fährt bei Rot. Junge, hä? Was war das? Hat er das nicht geahnt? Moin, moin, liebe Flittchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Drift-Tour-Vlog mit dem lieben Blackout. Okay. Ja, man kennt ihn, klar. Eigentlich wollte ich gerade ein ganz anderes Thema ansprechen. Dann ist einer gerade eben. Ja, servus. Ist der einfach bei Rot gefahren? Ich verstehe gar nicht warum. Der ist doch abgebogen da, ne? Also, da kam auch Fußgänger. Aber mir ist das auch schon mal passiert. Weil der ja, willst du ihn mal gesehen. Fragen? Ich würde ihn mal fragen, ob er weiß, dass nee, er. Nee, das machen wir nicht. Der arme Junge. Warum nicht? Der kommt doch gar nicht von hier. Wo ist HE? Keine Ahnung. Also ich würde ihn fragen einfach. Das hat er jetzt wenn schon wieder vergessen. Wenn gleich Rot ist, so, hey, hast du das eigentlich gecheckt, dass du gerade über Rot gefahren bist? Grüß dich. Ja, machen wir nicht. Sowas ist mir unangenehm. Das passiert jedem mal. Das wollte ich gerade erzählen. Mir ist das auch, ist mir das nicht sogar in deinem Video mal passiert? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Nicht, dass ich mich erinnere. Doch, das ist da an der Alster gewesen. Da, wenn du rechts abbiegst nach über die Brücke, über die Kennedy-Brücke, da ist noch eine zweite Ampel. Und da denkt man hat grün, aber man hat nicht grün. What? Also da sind zwei Ampeln. Da ist eine rot und dahinter ist noch eine rot. Wenn man von der Seite auf die Alster zukommt? Da, wo das Hotel auch ist hier. Das vier Jahreszeiten ist das, ne? Achso, dann nicht da, wo ich denke. Weil da bin ich vor 3 Tagen fast überfahren worden, weil jemand über Rot geballert ist. Nee, aber dann meinst du was anderes. Er ist über 101 Meter vor mir vorbeigeschossen. Ich bin so auf die Bremse und er ist so an mir vorbeigeschossen. Krank. Und ich habe gerade grün bekommen, das heißt, er ist einfach voll überrot. War da auch gutes Wetter? Ja. Das ist immer so. Wie gesagt, gutes Wetter, keiner kann Auto fahren. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit die Sonne angucken, ob sie nicht sehen können oder... Gehirnerweichung. Ja, Gehirnerweichung. Ja, wirklich. Nicht. Also ich glaube einfach, also wirklich, ich glaube auch, dass das was Echtes ist. Also einfach der Name ist natürlich anders, aber es ist einfach, wenn es so heiß ist, dann lässt die Aufmerksamkeit nach. Ne? Ja, das stimmt wohl. Da können wir eigentlich mal über, das fällt mir jetzt gerade so ein, bis wie viel Grad kann man Motorrad fahren? Also bei mir ist ehrlich gesagt, was haben wir jetzt vielleicht? Ich würde schätzen, wir haben noch 25 Grad oder so? 26? Ja, 28 also, oder ich glaube so bei 30 oder so ist irgendwann, je nachdem auch kommt auf die Länge an, wie lange man Motorrad fährt, ist aber irgendwann ein Schluss bei mir. Ich glaube, das ist mir einfach zu warm im Helm. Also das ist jetzt schon, dass mir der Schweiß runterläuft. So bis wie viel Grad kann man denn Motorrad fahren, ohne dass es gefährlich wird? Wir waren in Amerika. Und da war so ein Highway und da sind wir durch gefühlt so eine Wüste gefahren. Und da ging es halt nur geradeaus, ne? Und halt purer Sonnenschein, also purer Sonnenschein. Sonnenschein, genau, da merkt man schon, wie es anfängt bei mir. Junge, ich bin so weggeschmolzen da. Das war nicht so geil. Also mittlerweile in Hamburg ist hier gefühlt so wie im Süden, ne, die Temperaturen. Wir fahren mittlerweile auch jetzt immer schon abends oder gegen Abend, ne? Was haben wir, 18 Uhr oder so? Ja, vorher war unmöglich. Ich habe mich in meinem Zimmer eingebunkert, habe alles runtergemacht, also dass da keine Sonne reinkommt. Ich war in der Sauna. Auch nicht schlecht, kann man auch machen. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch immer mittlerweile, das habt ihr vielleicht auch schon bei Instagram gesehen, in den Stories, Junge, was ist hier eigentlich los? Darauf habe ich jetzt ja gar keinen Bock. Ich gehe immer abends zum Sport, ich gehe um 11 Uhr zum Sport. Das ist viel, viel besser. Wenn du da gar keinen Bock drauf hast. Ich fahr mal da durch. Da können wir schon mal filtern. Ich habe gelesen, ich hoffe, das ist jetzt keine Fake News. Irgendwie hat mich auch markiert. Ja, grüß dich, servus. Da hat mich auch einer drunter markiert, dass Niedersachsen irgendwie jetzt bei den warmen Temperaturen irgendwo das geschrieben hat oder so, dass es erlaubt ist oder dass es ein Gebot ist, Motorradfahrer am Platz zu machen und so weiter bei den Temperaturen. Das also, wäre richtig schwer. Irgendwo habe ich das habe ich gelesen, hat mich einer markiert. Das ist auf jeden Fall, wenn das stimmt, eine richtige Ehrenaktion. Also da stand irgendwie, bla bla bla, aufgrund der Temperaturen und so weiter, ist es in Niedersachsen irgendwie nicht Pflicht, aber halt wird angehalten, sozusagen den Motorradfahrern Platz zu machen. Das ist in der Innenstadt als auch außerorts oder innerorts als auch außerorts krass, gilt das. Ehre. Ja, was richtig macht der jetzt krass. Vor uns? Der blockiert uns jetzt. Oh Gott.
gleich wieder. Hä, da passt du doch längs oder passen wir da nicht längs? Doch, er passt da längs. Oh, Junge, Abgase kriege ich in die Fresse. Ja, und jetzt, hä? Wir haben schon echt entspannte Klamotten an, also Schusskleidung, aber trotzdem luftig, halt keine Lederkombi. Also was macht der Kerl da? Der weiß ja überhaupt nicht, sein Bike einzuschätzen. Von ist ja unheimlich. Ja, ein Bein die ganze Zeit auf dem Boden, das ist immer schon unheimlich. Was hältst du von seinem Kennzeichen? Ja, wollte ich gerade sagen, vom Mini, ne? Nice Kennzeichen, Leute. Das ist gegen den Datenschutz. Oder nee, also damit wir nicht filmen. Hat er vorne eins? Ja, vorne hat er eins. Immerhin. Aber wozu macht man denn so ein weißes Ding, wo nichts draufsteht denn dahin? Vielleicht stand da was drauf und ist nass geworden und abgegangen oder so. Das kannst du auch haben. Wer weiß das schon. Och man, fahr doch dann bitte ganz vor mit deinem Roller. Das muss doch nicht sein. Also das ist echt merkwürdig. Warte, ich komme auch noch zu dir. Ich bin jetzt ein Fahrradfahrer. Also wirklich bei der Hitze. Boah, Junge. Ist das auch, finde ich, mehr als fair. Weißt du, im Auto sitzen die und mich wundert es, dass überhaupt keiner von denen gehupt hat. Ja. Die haben alle eine Klimaanlage, sitzen da in ihren sitzgekühlten Sitzen, lol. und wir schwitzen ja uns einen ab. Ich meine, klar, wir fahren halt Motorrad, ne? Aber so, das ist dann unsere Entscheidung. Aber du musst es halt auch so sehen, dass manche müssen Motorrad fahren, also weil es halt auch tatsächlich auch günstiger sein kann als ein ja, Auto. Ja, aber es ist ja nicht unsere Entscheidung, in so einen Verkehr zu kommen, weißt du? Und wenn wir damit keinen behindern, können wir doch da vorbeifahren, weißt du? Also die meisten sagen, glaube ich, mittlerweile bei den Temperaturen auch nichts mehr. Und ohne Scheiß, wenn mich jetzt eine Polizei irgendwie anhalten würde, dann würde ich den einfach mal ein bisschen aufziehen, wie gefährlich das auch sein kann, wenn ich hier die ganze Zeit in der Sonne stehe. Und wenn ich wirklich irgendwo hin möchte und nicht nur aus Jux und Dollerei durch die Gegend fahre, dann will ich da halt auch möglichst schnell ankommen, weil ich keinen Bock habe, irgendwie einen totalen Blackout zu bekommen. Ich meine, alleine wie viel Wasser ich gefühlt schon wieder jetzt verloren habe an Schweiß in meinem Helm. Das Schlimmste war auf der Rennstrecke. Da habe ich das einmal bemerkt, da war es zwar nicht so warm, aber da wurden mir halt durch, naja, weil halt Rennsport, wurden mir so warm, dass einfach, ich habe das so im Kopf gemerkt, dass es alles richtig bräsig wurde. Also ich bin Kurven angefahren, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war echt? Alles wo war das in Brünn? Das war in Oschersleben. Das war ja sowieso mein erstes Mal Rennstrecke, da war ich sowieso schon ein bisschen nervös. Und dann wurde das doch so extrem warm, gerade am zweiten Tag. Ja. Da bin ich auch einmal früher rausgefahren und habe erstmal 5 Liter Wasser in mich reingepumpt. Ja, du darfst halt nicht vergessen, Wasser zu trinken. Das ist wichtig, weil vor allem in der Kombi schwitzt du das halt alles aus, ne? Ja. Hast du eigentlich, wenn du deine neue Lederkombi bekommst, kriegst du da so einen Wasserbehälter? Weißt nee, also nee, da ist nichts drin in dem Höcker. Das Ding ist, dass auch ich keinen Bock habe auf so einen Wasserbehälter. Ich finde sowas absolut dumm. Absolut. Ja. Also ich hasse sowas. Auch beim Fahrradfahren und so. Ich bin früher viel Mountainbike und auch Rennrad und so gefahren. Digga, eine Wasserflasche da reicht. Weißt du, beim Motorradfahren, vor allem auf der Rennstrecke, wenn ich auf der Landschaft fahre, mache ich meine Pausen. Und wenn ich auf der Rennstrecke bin, dann habe ich sowieso meine Pausen. Da fahre ich einen Turn und habe eine Stunde Pause. Das reicht zum Trinken. Ich muss nicht innerhalb 20 Minuten der Leistung trinken, weißt du? Ich kann es verstehen, wenn du trinkst, wenn du einen Marathon läufst oder wenn du 5 Stunden Fahrrad fährst, aber nicht, wenn du eine halbe Stunde was machst, egal wie anstrengend das ist, dann trinke ich vorher und nachher und das reicht mir. Ja, weißt du, auch. Fußballspieler spielen auch eine Halbzeit 45 Minuten. Gott, ich hasse Kopfsteinpflaster so sehr. Ja, du wolltest nach links. Ja, weiß ja auch nicht warum. Wir wollten eigentlich noch ein paar Fotos machen. Das können wir jetzt eigentlich mal tun. Ja. Ich glaube, das kann es schon gewesen sein gleich. Also, genießt noch mal kurz die schönen. Wie nennt man das denn hier? Speicherstadt? Ne, ist das noch Speicherstadt? Nein. Hafen ist das einfach, ne? So, das ist Hafen. Diese neue Hafen-City. Ist auf jeden Fall auch nicht. Wunderschön hier. Wir werden gleich mal gucken, wo wir hier ein geiles Foto machen können. Ich will immer noch, das ist bei den Temperaturen jetzt schwierig, ich will irgendwann immer noch mal so ein Foto haben, wo unser Bike in der Pfütze steht. Weißt du, und das ist so reflektiert. Hier machen wir das, genau da. Das sieht bestimmt wunderschön aus. Boah, hier ist auch eine geile. Die haben so wunderschöne Sachen hier gebaut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Fahrt immer vorsichtig, auch wenn es richtig warm ist. Trinkt genug. Ich muss nachher auch nochmal irgendwie ein kleines Wässerchen schlürfen gehen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Driftblog. Schaut auf jeden Fall auch bei Blackout vorbei. Der hat auch wieder einen hochgeladen. Da haben wir, glaube ich, über deine Schutzkleidung gesprochen. Auch auf jeden Fall mega interessant. Checkt das mal aus und Peace.
Stress alleine mit der Klick, Klick, Klick. Squad über alles, wir sind lit, lit, lit. Turn up während ich vom Handy zip, zip, zip. Meine Crew und ich, wir sind das Shit, Shit, Shit.